liebe Hauptchorsänger, moin und hallo zusammen. Ich grüße euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren, zur dritten Folge von Repertoire Check. Wie ihr wisst, präsentiere ich euch in dieser kleinen Videoserie immer wieder ein Stück aus unserem festen Repertoire. Also eines, was wir zu bestimmten Anlässen, manchmal jährlich, manchmal auch mehrfach im Jahr, gemeinsam auspacken, auffrischen und miteinander singen. Wer nun ein Werk schon kennt, der kann es hier mit mir nochmal vertiefen und durcharbeiten, das schadet ja nie. Und wem es unbekannt ist, für wen das jetzt ganz neu ist, der hat hier die Gelegenheit, mit mir loszulegen und gemeinsam die Töne und die Worte in den Kopf und in die Stimme einziehen zu lassen. Mit der heutigen Musik verbinde ich persönlich ganz besondere Momente und dabei habe ich sie als Chorsänger selber nie gesungen. Aber 2012 zog ich ja nach Hamburg und übernahm die Leitung des neuen Knabenchores Hamburg und dann direkt am 13. Januar 2012, es war ein Freitag der 13., aber ein Glückstag, da hatten wir unseren ersten gemeinsamen Auftritt, den Neujahrsempfang. Ein paar von den Älteren waren damals ja auch schon dabei. Und genau zu diesem Neujahrsempfang, wie auch zu allen weiteren Neujahrsempfängen unseres Chores seit diesem Tag, erklang Verleih uns Frieden von Felix Mendelssohn Bartholdy. Nur 2021 nicht, da gab es gar keinen Neujahrsempfang, Corona-bedingt, aber nächstes Jahr, 2022, holen wir das ja auf jeden Fall nach. Ja, wie ich finde, ein wunderschönes Stück, welches auch noch in unzähligen unserer Konzerte erklang, unter anderem auch gemeinsam mit dem MDR Kinderchor. Mendelssohn komponierte es 1831 für Chor und Orchester. Und neben dieser Originalversion gibt es ganz verschiedene Bearbeitungen, unter anderem für Chor und Orgel oder Klavier, die wir meistens singen, oder auch eine Variante für Chor a cappella, also unbegleitet, die auch ab und zu von uns erklingt. Und einmal haben wir das Ganze sogar mit einem Posaunenquartett gemacht. Zum Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy habe ich euch in Proben und Videos schon eine Menge erzählt. Er lebte in der Epoche der Romantik, 1809 in Hamburg gegenüber des Michels geboren und 1847 verstarb er in Leipzig. Wir kennen unter anderem seinen Abschied vom Walde, dann den 100. Psalm, Jauchze dem Herrn alle Welt, Richte mich Gott, werden wir bald richtig kennenlernen und natürlich Hark, the Herald Angels Sing, unser Schlusslied aus dem Festival of Nine Lessons and Carols. Und unser Männerchor ist sogar noch vertrauter mit Mendelssohn, unter anderem durch Beati Mortui, dann O Lux Beata Trinita aus seinem Vespergesang sowie Der Jäger Abschied. Mendelssohn war Wunderkind, man sagt sogar noch begabter als Mozart und des Weiteren Komponist, Pianist, Organist, erster moderner Dirigent, Leiter des Leipziger Gewandhausorchesters und Gründer der ersten deutschen Musikhochschule in Leipzig. Und außerdem Schreiber von über 5000 Briefen sowie ein fleißiger Tagebuchführer und Maler von 90 Aquarellen und 500 Bleistiftzeichnungen. Und bezüglich des Malers will ich euch hier gleich mal ein paar Beispiele von seinen unzähligen Reisen einblenden. Und während ihr jetzt in Ruhe die Bilder studieren könnt, möchte ich euch kurz aus einem seiner Briefe zitieren, den er 1832 an den Kollegen Karl Friedrich Zelter schrieb. Er berichtet darin über den Frankfurter Cäcilienverein, einen Chor, und seinen Leiter Johann Nepomuk Schelplen. Die Leute singen mit so viel Feuer und so zusammen, dass es eine Freude ist. Da habe ich eine Menge kleiner Sonntagsmusiken von Sebastian Bach, sein Magnificat, die große Messe und sonst noch viel Schönes gehört. Die Frauen sind auch da die eifrigsten. An den Männern fehlt es ein bisschen. Sie haben Geschäfte im Kopf. Ich glaube sogar, es ist überall so. Am Ende haben die Frauen bei uns mehr Gemeingeist wie die Männer. Im Cäcilienverein wenigstens gewiss, denn da sind die Soprane gar herrlich. Alt und Bass sehr gut, aber an Tenören fehlt es etwas und Schelple klagt über die Lauigkeit der Männer. Na, das sollte nun aber genug Motivation sein für uns, nun mit Verleih uns Frieden zu beginnen. Wir gehen das Stück einmal durch, heute mal von hinten nach vorne. Alle gemeinsam, also alle bleiben jetzt bitte dran. Und wir starten dafür in Takt 70. Das ist übrigens genau die Stelle im Stück, an der wir anfangen, wenn wir es ohne Begleitung, also a cappella, singen. Von meinen Fingern hört ihr gleich alle vier Stimmen und aus meinem Munde erklingt der Sopran. Eins, zwei, drei. Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns Denn nur
begleitete Version singen, dann ist das Ne, der letzte Ton für die Soprane und auch den Alt, wirklich nur eine halbe Note lang. Und dann seid ihr weg, die Männer singen zu Ende. Wenn wir allerdings die A Cappella-Version, also die unbegleitete, singen, dann halten wir das Ne bis zum Ende des Männertones wirklich lange aus. Dann haben wir einen schönen gemeinsamen Schlussakkord. Und nun der Alt, Takt 70. 1, 2, 3. Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Ganz hell. Es ist noch ja kein anderer, nicht anderer, der für uns könnte streiten. Schon sagte, der Alt auch hier, eine halbe Note der Schlusston in Takt 97, wenn wir begleitet singen. Wenn wir unbegleitet singen, also a cappella, dann einfach bis zum Ende des Männertons den Schlussakkord mit aushalten. Tenöre bitte, Takt 70. 1, 2, 3. Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu einmal durchgesungen habe, will ich doch noch mal kurz herauspicken, nämlich da oben auf der Seite Takt 84. Dir für uns könnte streiten, denn du dieses Streiten, denn du bitte mit sehr genauen Oktavsprüngen durch diesen Takt hindurch singen. Liebe Bässe, 1, 2, 3. Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist noch ja kein anderer nicht, der für uns habe ich noch eine kleine Stelle, die ich wiederholen möchte, nämlich Takt 82. Der für uns könnte streiten. Jetzt über dem Tenor. Denn du, sehr hell, sehr schön. Denn du unser Gott.
Zurück zu Takt 42, wo die Knabenstimmen hier erstmalig einsetzen. Jawohl, Knabenstimmen, nicht nur der Alt wie notiert, sondern Alt und Sopran singen bitte unisono, also einstimmig, die Oberstimme im Violinschlüssel. Und die Unterstimme im Bassschlüssel wird im Verein von Tenor und Bass, wie auch schon am Anfang des Stückes, gesungen. Ich spiele beide Stimmen, Ober- und Unterstimme, und singe dazu die Oberstimme. Eins, zwei, drei. Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott, alleine. Jawohl, für die Oberstimme, für Sopran und Alt ist der letzte Ton dieses Abschnitts wirklich nur eine Viertelnote, im Gegensatz zum allerletzten Ton des Stücks, der ja immerhin eine halbe Note ist, aber diese Viertelnote wirklich sehr leise und sehr kurz singen. Und auch davor müsst ihr aufpassen, nicht das Ganze mit dem dritten Abschnitt und der Sopranmelodie dort zu verwechseln. Zum Beispiel nämlich in Takt 54 geht es nicht nach oben, wie nachher im vierstimmigen Satz, sondern da singen bitte die Oberstimmen nach unten. Der für uns im Gegensatz nachher, der für uns aber jetzt eben in Takt 54, der für uns könnte streiten. Und jetzt nochmal aufpassen, ein häufiger Fehler ist, dass die Pause jetzt viel zu lang gedacht wird. Die ist wirklich nur drei Schläge lang. Wieder im Gegensatz zur nächsten Stelle, da oben auf der vierten Seite, Takt 82, 83, 85 folgende, wo wirklich eine lange Pause ist für Alt und Sopran. Hier jetzt nur drei Schläge, drei Zählzeiten. Denn, drei, eins und weiter. Denn du unser Gott alleine. Schlussmelodie, die letzten Töne kommen viel zusammengeraffter und kürzer daher als noch dann oder später dann am Ende des ganzen Stückes. Und wieder spiele ich ab Takt 42 beide Stimmen am Klavier zum Mitsingen und singe selber dazu die Unterstimme. Die Knabenstimmen zwei Zählzeiten voraus. Einsätze immer wieder durch Pausen unterbrochen, dass die von oben hineinschweben. Und zwar gerade dann und vor allem dann, wenn sie auch von oben die Melodieführung haben. Zum Beispiel Takt 49. Es ist doch ja. Der erste Dreiklang, dann der zweite. Kein anderen nicht. Und der dritte Dreiklang im vorletzten Takt der Saite. Kein anderen nicht. 49 nochmal. Es ist doch ja kein anderen nicht, kein anderen nicht. Selbe Ton wie die Knaben, der für uns könnte streiten. Und wieder selbe Ton wie die Knaben, denn du. T-Hot und alleine. Allein.
Sinne. Und schon ist dieser Abschnitt vorbei. Und damit zum Anfang von Verleih uns Frieden. Den bildet zunächst ein kleines Vorspiel, die ersten 15 Takte auf Klavier oder Orgel, hört ihr später noch, und dann in Takt 16 setzen, Achtung Knabenstimmen, nur die Männerstimmen ein. Und die Männer übernehmen bitte das Gefühl für die Achtel aus dem Vorspiel und auch während ihr singt aus der Musik der Begleitung heraus in euren eigenen Klangfluss hinein. Schön pünktlich einatmen und dann romantisch in die Musik hineinfließen. 1, 2, 3. Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte Der Text, den wir hier singen, ist übrigens die Übersetzung der gregorianischen Antiphon Da Pacem Domine, im Jahre 1529 von Martin Luther aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen. Aber wir kennen auch eine lateinische Vertonung, wir haben schon mal von Avo Pärt Da Pacem Domine gesungen und natürlich noch ein deutsches Verleih uns Frieden, nämlich das von Heinrich Schütz. Dieser Tage übrigens gibt es ja wieder einmal ein Jubiläum in Verbindung mit Martin Luther. 2017 waren das noch 500 Jahre Reformation und jetzt am 17. und 18. April 1521, also jetzt vor 500 Jahren, trat nun Martin Luther vor den Reichstag in Worms mit Kaiser Karl V. und weigerte sich, seine Kirchenkritik zu widerrufen mit den berühmten Worten: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Kommen wir zum Durchlauf von Anfang bis Ende. Schaut und hört und fühlt immer wieder die Dynamik der Musik. Bis Takt 69 ist alles Piano, also leise und Dolce, sanft. Auf Gott oder auf dem Weg zu diesem Wort machen wir jeweils etwas Crescendo, also werden lauter, und danach dann immer Diminuendo, also an Tonstärke wieder abnehmen. Aber unentwegt immer hell, klar, freundlich und vor allem souverän singen. Ab Takt 70, also dann ab dem vierstimmigen Teil, ist alles Mezzoforte, halblaut notiert, mit Crescendo zum Forte sogar in Takt 82 bzw. 83. Und am Ende des Stückes schließt sich dann der Kreis Piano und Diminuendo. Thank you.
Und nun hoffen auch wir auf friedliche Zeiten und ich wünsche euch alles Gute und Liebe. Bis bald. Tschüss.